Yo, what's up? Schönen guten Abend hier bei uns in unserem schön eingerichteten, hochprofessionellen Küchenstudio. Hallo bei Instagram und hallo bei Facebook. Wir sind wieder da mit der Koch und der Trompeter. Yes, und wir haben heute eine coole Folge für euch am Start. Es geht heute nämlich um das hier. Schaut's mir her. Schaut's mir unsere Shirts an. Wir zeigen es mir kurz. Instagram, kann man es lesen? Was steht da drauf? Re-ra-gu. Und jetzt mit zu Facebook. Komm her. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen nah ran. Yeah. Re-ra-gu. In einer wunderschönen, weißt du, was das ist, Salva? Wie man diese Sprache... Er war beim Pumpen, der Junge. Schaut euch das an. Wie nennt man die Sprache? Wie nennt man die Sprache? Weißt du, wie man die Sprache nennt? Dudensprache. Dudensprache? Lautsprache ist es, oder? Lautsprache. Korrigier mich bitte, Regieassistentin. Ist es Lautsprache? Ja. Du bist so stumm. Was? Wir sind 2 Sekunden online. Lautsprache, das kennst du nur vom Englisch-Lexikon, wo dann drin stand ist. This is Sam. Sam is going to the church. Ah, ja. Und das haben sie in dieser lustigen Sprache schon. Es ist Lautsprache. Und das Lustige ist, es sind 3 Silben. Re, Ra, Gu. Und Re ist eine Musiksilbe. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Re. Genau, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Re. Genau. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Re. Französische Tonleiter. Was ist mit diesen Shirts, die wir anderen auf sich hat, das verraten wir euch später. Jetzt machen wir erstmal einen Zutatencheck, Salva, ja, oder? Wolle. Und wir haben heute ganz schön viel vor mit euch. Wir haben uns deswegen haben wir ein bisschen aus dem Fenster geredet für diese Shirts. Das stimmt allerdings. Wir wollten eigentlich ein Re-ra-gu machen, aber der Salva hat gesagt, es dauert. Es dauert länger als das, was wir jetzt machen, aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, naja. Okay. Wer hat das Rezept geschrieben? Danke fürs Eis. Okay. Also, Zutatencheck. Wir machen heute Re-ra-gu auf Süßkartoffelcreme und der Dominik hat sich Spinatknödel dazu gewünscht. Why not? I mean, wir können das gerne machen. Natürlich zum Re-ra-gu könnt ihr auch mit Schweinefilet machen. Wer kein Wild mag, braucht man einen Rehrücken. Zum Re-ra-gu-Trottel. Zum gebratenen Rehrücken braucht man natürlich einen Rehrücken. Wir haben jetzt hier einen schönen Rehrücken vom Jäger. Der Dominik wird später mehr erzählen dazu. Der hat uns gleich die Filets mit dazu gegeben. Die braten wir uns mit an und machen die mit drauf. Ne? Ist ja High-Tech. Dann haben wir hier schöne Süßkartoffeln, die haben wir schon mal in Würfel geschnitten, damit es ein wenig schneller geht. Dann haben wir hier einen jungen Blattspinat, den tun wir uns mit der Milch für die Spinatknödel kurz aufkochen, in Thermomix mixen, dann wird es schön grün. Dann gießen wir das Ganze über das Knödelbrot, da kann man Würfel nehmen oder man kann auch vom Bäcker sich diese Scheiben da schneiden lassen. Das sagt er nur, weil ich das vorher gesagt habe, was willst du mit den Croutons? Dann haben wir ein bisschen Knoblauch natürlich, dann haben wir ein bisschen Sahne. Wenn wir die Süßkartoffelcreme gekocht haben, kommt die in den Thermomix und wird mit Sahne aufgekocht, damit es schön cremig wird und eine Konsistenz bekommt. Dann haben wir verschiedene Gewürze, ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Piment, ein bisschen Wacholder, passt gut zu Wild. Dann haben wir hier einen Szechuan-Pfeffer, der ist deswegen so leicht zitronenmäßig. Ein bisschen Parmesan haben wir hier für die Spinatknödel, ne, damit wegen die mediterrane Note damit reinkommt. Und dazu machen wir uns eine Portweinbutter. Dann haben wir einen Portwein besorgt. Und den lassen wir einfach dann, wenn das alles mal am Herd ist und im Ofen ist, runterballern. Machen Fettbutter rein, rühren das zusammen und haben so eine schöne Portweinbutter-Geschichte. Als Dessert habe ich schon vorbereitet ein Mascarpone-Cremchen. Habe ich in den Spritzsack gefüllt, dann haben wir uns ein paar Kekse zerbröselt und mit Butter übergossen. Und dann kommt hier so eine Masse. Und die machen wir in einen Ring rein, dann machen wir den Mascarpone drauf und dann Erdbeeren mal 3. Also das heißt bei mir Erdbeersoße, marinierte Erdbeeren und Schokoladen-Erdbeeren. Also Erdbeeren in Schokolade getaucht. Hier, Freunde. Und genau. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgenommen. Ja, genau. Okay, die nächsten 2 Stunden gehören uns. Junge, habt ihr eigentlich schon mal gesehen, was er da hier auf seinem Arm hat? Das haben wir jetzt noch nie die Leute gesehen. Schau mal, aber da ist the King of Music ist da. Es ist Bob Marley und hinten ist Elvis. Jo, geil. Hier ist Bob und hier ist Roxy, das Logo von Roxy. Das Logo von Roxy, weil ich hab früher so drin bedient. Schließt es mir gleich an die Venen an. Nicht mal. So, mit was darf ich denn loslegen? Also du lässt jetzt da hinten, das sind 2 Töpfe, 2 Eimer Wasser. Also da können wir jetzt die Süßkartoffelwürfchen. Würfeler, genau. Kann sich jemand noch an unsere Frankenfolge erinnern? Mal die Kamera,
tauschen, ne? Können wir auf dem Herz schalten. Ja, bei Facebook. Können wir jetzt bei Facebook. Ja. Facebook, Gimmicks, Instagram, ja. Strennanger, analog. Analog. Okay. Darf ich mit dem Dick loslegen? Nee, du musst eigentlich gar nicht so viel machen, du erzählst mal, wie war es denn beim Jäger? Merkst du was? Er traut dir heute so gar nicht. Jetzt, wo es Level 5 wird, ist so, du erzählst heute mal und ich koche. Erzähl mal ein bisschen und ich koche, ja. Ich koche. Das hier, Schatz, das ist, wie schon gesagt, ist ein Rehrücken. Und das Filet, das sind diese kleinen Dinge, die haben wir auch noch mitgekriegt. Und ich bin in der glücklichen Situation, hier im wunderschönen Atting in Niederbayern zu leben. Neben meinem Nachbarn, ja klar, man lebt nur neben seinem Nachbarn. Aber mein Nachbar ist der Revierjäger hier in Atting. Und noch ein guter Blasmusikspäß von mir, Ritchie, falls du zuschaust, kommentier mit runter, Ritchie, schön, dass du da bist. Und dann hat der Ritchie gesagt, als ich am Donnerstag letzte Woche, wo wir ausgemacht haben, wir machen Reh, beim Ritchie war, und gesagt habe, ich brauche so einen Rehrücken, kannst du mir den verkaufen? Soll ich was machen? Ja, dann machen wir. Hat der Ritchie gesagt, weißt du was, am Samstag gehst du mit mir auf die Jagd. Und ich war noch nie auf der Jagd. Warst du schon auf der Jagd? Nö. Und das war echt abgefahren, hat er mich abgerissen. Außer nach Schürzen. Du musst die warm anziehen und zeig dir irgendwo so, wo es nicht raschelt. Was ist das? Du darfst nicht irgendwie Plastikklamotten tragen, irgendwo so, was raschelt. Okay. Muss Baumwolle und still sein, nichts. Und zeig die warm an, wir gehen auf den Jägerstand. Und dann sind wir da angesessen. Und der Ritchie hat sich ein nice Quark gehabt für 5000 Öcken. Und dann hat er sein nice. Quer für 5000 Euro? Ja, und das ist aber so untere Mittel- oder so eine Mittelklasse. Du kannst einen Quark kaufen für 100.000 Euro. 100.000 Euro für so ein Baller-Baller-Ding. Kannst du ja auch Trompeten kaufen für 100.000 Euro? Nein, das geht sogar tatsächlich nicht. Da jetzt bei 20 irgendwann noch mehr auf. Aber und dann hat er sein Quark ausgepackt, so ein schönes Ding und dann stopp. Ja. Ich habe hier die Milch aufgekocht. Da haben wir ein wenig Butter rein, das ist für die Knödel. Dann machen wir ein wenig Muskat mit rein. Genau. Die habe ich schon aufgekocht, damit sie formen können, sonst sind sie zu heiß. Ihr habt ja ein bisschen Nachsicht mit uns. Ne? Und da kommt jetzt eben dann, das kommt eben auf den Spinat drauf, den ich schon im Thermomix habe. Schütten wir da rein. Und jetzt kannst du weiter. Und jedes Mal denke ich mir, wenn du Thermomix erwähnst, habt ihr ja euren Thermomix zu haben. Aber mir wurde gesagt vom Salva, jeder hat halt so einen Thermomix. Und wenn nicht, dann kann man es bestimmt mit dem Zauberstab machen, genau, oder? Genau, kann man es auch mit dem Zauberstab. Ja, oder man kann es klein hacken. Oder man kann den Thermomix vom Nachbarn sich ausleihen. Auf jeden Fall bin ich dann da affig geschlafen auf diesen Jägerstand mit dem Ritchie. Und dann sitzt du da so 4 Stunden und schaust der Vegetation zu. Und dann kommt der Reh vorbei und ein Haus mit einem Feldstecher. Das ist schon sehr... Schau, meditativ. Hey, yo, what's up? Nein, ich hab auch gefragt. Merkt das Reh, dass wir da sind? Dann hat der Ritchie gesagt, nein, das riecht. Es riecht. Er hat das erste, was wir aus dem Auto ausgestiegen sind, der Ritchie gesagt hat, oh, der Wind steht gut. Weil der Wind muss gut stehen. Der Wind muss quasi vom Jägerstand wegblasen. Weil sonst riecht das Reh, dass ein Mensch da ist. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Er hat gesagt, sehen ganz nicht gut, die Rehe, aber riechen ganz gut. Und weil ja das Reh jetzt tot ist, und vor uns liegt. Spiel ich jetzt? Ah, Thermomix. Ja, was machst du jetzt? Du machst jetzt den Spinat, dann hast du Milch mit der Muskatnuss da rein und jetzt hast du das einfach Stufe 10 volle Pulle, oder wie? Oder welche Stufe hast du gehabt? Immer Vollgas. Immer Vollgas. Es gibt nur ein Gas. Okay, very good. Vollgas. Sehr gut. Was ist los? Jetzt spiele ich für das Reh. Ja. Ist es so, wenn man ein Reh getötet hat, dann wird das Reh, wird dem Reh die letzte Ehre erwiesen. Ist wichtig, finde ich. Ganz wichtig, genau. Da gibt es dann so ein Ritual. Der Rehjäger, erstmal, man rennt nicht sofort hin zu dem Reh und schaut, wie man es erschossen hat, sondern man gibt dem Reh so, der Ritchie hat gesagt, eine Zigarettenpause. Also man gibt dem Reh so 10 Minuten, Viertelstunde, um in Würde und Frieden zu sterben. Der Ritchie hat gesagt, das legt sie dann in sein Wundbett, also es legt sie auf die Wunde drauf und stirbt dann. Man versucht sowieso das Reh so zum Dresser, wie hast du gesagt, Ritchie, in der Jägersprache, das Reh steht breit, das Haupt ist erhöht oder hohes Haupt, links und rechts ist das Feld frei und Kugelfang gegeben, ist ganz wichtig. Hast du das gewusst, dass man, deswegen sind die Jägerstände hoch, da schießt man in den Boden rein, dass die Kugel, die geht ja durch das Reh durch, dass die in den Boden einfliegt und den einfach danach irgendwo umeinander saust. Kugelfang ist gegeben, ganz wichtig. Okay.
Okay. Der Dan Sorg schreibt gerade, Dan Sorg, ja? Habt die Jagdbilder gesehen, das Wild hat euch gerochen. Und dann so ein Smiley und ich glaube, es sei ein Pupsa. Pups-Emoji. Ja, das kann schon sein, Cheese. Auf jeden Fall, dann gehst du danach hin, wenn das Reh gestorben ist und nimmst zwei Zweige, brichst das vom Astkopf oder sowas, von irgendwas, was du findest, zwei Zweige, und dann tauchst du mit dem einen Zweige in das Blut ein, das Blut heißt der Schweiß, der Schweiß. Okay. Du tauchst das ein, nimmst das Blut und legst das quasi dem Reh im Mund ein, das ist der letzte Bissen für das Reh. Und das andere Zweige nimmst du und tauchst das ins Blut und steckst das da einfach nur auf. Das ist richtig so... Ja, das ist so richtig... Aber es geht einfach um die Ehrerweisung an das Tier. Richtig. Was mit Ritual. Und genau, und wenn man dann später das Reh, wenn man zum Beispiel auf einer richtigen Jagd ist, man hat Jagdbläser dabei, dann gibt es die Jagdbläser, wird das Reh so aufgebaut mit diesem Zweiger im Mund und dann spulen die Jagdbläser Reh tot. Und ich spule jetzt halt für unser Reh tot. Wieder laut. Also, so war es mit echten Kickser am höchsten Ton. Also, Reh ist jetzt tot. Reh ist tot. Ja. Okay, jetzt ist Püree ist püriert. Also, Spinat ist püriert mit der Milch. Dann schaut es so aus, okay? Schaut immer noch nach Croutons aus. Genau, es muss immer noch nach Croutons ausschauen. Schaut aus wie Funky Waldmeister Croutons. Ja, auf jeden Fall, weil es Spinatknödel sind und es ist grün, hat man schon wegen die grüne Farbe damit drin und das ist der ganze Gag dabei, ne? Irgendwie einen Spinat reinschneiden kann ja jeder. Wir machen das ein bisschen anders. Gut, dann nimmt man mal so ein Brettler, probiert man das. Wie schmeckt's? Lecker. Schmeckt gut, darf ich ja? Ganz locker, lecker. Weißt du, ne? Hat schon was Knödelhaftes. Ja, ne, wirklich? Pfeffer mit rein. Aber wenn es nicht so ausschaut. Schaut zwar aus wie Waldmeister Semmelbrösel, aber... Achso, okay. Genau, dann machen wir den Pfeffer mit rein, Salz machen wir mit rein, dann holt der Dominik aus dem Kühlschrank ein Ei. Ein Ei? Yes. Das kann ich. So, komm her, du. Schau, wir haben Eier. Die Süßkartoffeln, die kochen noch, ne? Genau. Herdkamera geht. Für die Facebook-Gang ist jetzt der Herd an, oder? Cool. Wichtig ist auch Wild ist immer ganz fein mit Rotwein. Ich habe mir jetzt halt einmal einen Rotwein eingeschenkt, weil es passt sehr gut zu Wild, oder? Ja. Ist das so? Ja. Für dich als. Nicht mal kein Alk, aber okay. Dann machen wir das Ei mit rein. Und dann darf der Dominik das mit dem Löffel mal ein wenig verrühren. Aber jetzt darf der Dominik nimmer probieren. So, warum? Salmonellengefahr? Ach, ja, ja. Wirklich? Ist das so? Bio-Eier. Naja. Salmonellengefahr? Ja, rohe Eier. Das, übrigens, beim Rind ist das auch so. Wenn du, also beim Reh nicht, weil ein Reh isst nur Gras. Deswegen ist Rehfleisch eigentlich auch das beste Biofleisch, das man kaufen kann. Aber das ist ja. Es ist quasi vegetarisches oder veganes Fleisch, die essen ja überhaupt kein. Das ist so ein Widerspruch in sich. Veganes ja, Fleisch. Aber die essen überhaupt kein. Überhaupt nichts Fall. Tierisches. Und es ist ja reines Pflanzen. Und dann kann man nicht züchten, Rehe, weil die brauchen Auslauf. Auslauf. Das kannst du nicht in den Stall stellen. Ja. Kurze Zwischenfrage, was ist da eine Kur? Die ist doch Rackerfleisch, oder? Die steht ja beim Stall. Die stehen im Stall und die kommen dann auch so mit Kraftfutter und sowas futtern. Genau, das ist ja das. Die kannst du nicht mit Kraftfutter futtern, glauben wir. Wir fragen mal den Jäger. Genau, den Jäger. Richie, wie schon sagst, ist es so? Richard hat auf jeden Fall gesagt, Reh ist so richtig veganes Fleisch. Ist richtig gutes Fleisch. Ist, ja ist klar, dass das der Jäger sagt. Ja, aber wenn du zum Beispiel eine Wulzau schierst oder einen Dachs, Dachs ernährt sich auch von tierischen Sachen, aber Wulzau, dann kommt der Fleischbeschauer, also der Jäger darf ja selber schlachten, der muss ja das Reh dann ja, aufbrechen ja. Und es wird dann daheim ausbluten lassen und dann kommt die Decke runter, also das Fell, die Haut. Und bei der Wulzau muss dann noch der Fleischbeschauer kommen, also der Veterinärmediziner auf Trichinen untersuchen. Genau, und auf Uranrückstände, oder nicht? Wegen Tschernobyl! So ist es, hat er auch gesagt, im Bayerischen Wald, bei uns eher nicht mehr, aber im Bayerischen Wald werden die auf Radium untersucht. Der genau. Kommt mit seinem Geigerzähler. Weil vorher, da war ich, wie alt war ich da? Jung. Ja, fünf.
Nein, da war ich schon 17, 18, 19. 86. Nein, da warst du Ada, 86. 86, da war ich schon ein bisschen. Auf jeden Fall weiß ich noch, wie wir gelesen haben: Tschernobyl explodiert, bim, bam, bum. Wir waren dann, okay, voll geil und so. Dann hat es geheißen: nimmer rausgehen, der Regen ist sauer, aufpassen, Pilze, eher schwierig. Da wächst jetzt in diesen, die haben doch diesen Sarkophagbau, und da wächst jetzt so ein schwarzer Pilz, der nur da wächst auf der Erde, der sich von radioaktiver Strahlung ernährt. Ach, das und der das auffrisst. Und, jetzt gibt's und willkommen Folie in der Wissenschaft. Ja, Show. Willkommen zu unserer Wissen macht A-Sendung. Genau. Okay, was ist das? Ich zeigen wollte, das ist jetzt der Würfel von der Süßkartoffel. Mhm. Wenn wir da hier so drauf drücken, dann sieht man, die ist jetzt genau richtig. Die können wir jetzt mixen. Das wollte ich euch zeigen. Okay, wenn ihr wissen wollt, wann ist es soweit? Jetzt ist es soweit. Und die haust du jetzt halt auch wieder in Thermomix. Richtig. Ohne Uran, ne? Ohne Uran. Radium. Aber es ist schon, das stimmt nicht. Und wenn die im Bayerischen Wald so eine Sau gefunden haben oder geschossen haben, dann wird die vernichtet. Also die darf man natürlich nicht essen. Und es war lustig beim Jagen, Ritschi, weil wir sind draußen gesessen und ich hab dann... Ritschi hat gesagt, wenn wir was finden, dann schießt man ein Reh. Und dann ist tatsächlich so ein Rehbog rausgekommen, also schon mit Härndl drauf und sowas. Und dann hat gesagt, du, der ist jetzt noch zu weit weg, also da schieße ich nicht, weil der Ritschi sagt auch, und das finde ich so, gehört der Ehre eines Jägers, ist das sehr würdig, dass er sagt, er möchte, wenn er einen Schuss abgibt, ist er sich dessen bewusst, dass das Tier stirbt. Er nimmt ein Leben. Genau. Und die Jäger sagen zum Beispiel, ganz kurz, sagen sie auch, du schießt einer ins Leben ein. Also quasi da ins Herz, wenn du da schießt, du schießt das nicht, sondern die sagen, du schießt ins Leben ein. Das finde ich voll. Diesen Ausdruck finde ich unfassbar geil. Es macht eigentlich schon andächtig, muss ich ehrlich sagen, mit mehr Respekt einfach das Ganze genießen. Ja. Ne? So, was wir jetzt machen, wir nehmen die Süßkartoffel, jetzt kommt wieder der Pragmatiker, der Koch. Dann machen wir ein bisschen Sahne mit rein. Ja? Erstmal ein bisschen. Sonst wird es zu flüssig, das Ganze. Dann habe ich hier ein bisschen was von dem Sichuan-Pfeffer. Sichuan. Genau. Und von meiner Pfeffermischung. Von Vimiras. Oder wo ist die her? Die hast du selber gemacht. Okay. Und ein bisschen an Knoblauch. Die Knoblauchchips. Du bist die Knoblauchchips, oder? Genau. Okay. Und jetzt kannst du, wenn du was zu erzählen hast, weiter erzählen. Ja, es gibt ja diese Jägersprache. Und dort drin schießt so ein paar Sachen erzählt, es gibt so coole Ausdrücke. Ihr kennt es bestimmt ein paar davon. Zum Beispiel die Lichter sind die Augen von einem Tier. Und dann habe ich gesagt, da kommt es bestimmt her, da schießt ich das Lichter aus. Also stimmt. Oder da haue ich das Lichter aus. Oder da gingen das Lichter aus. Wenn es zu viel aus, dann gingen das Lichter aus. Kommt von der Sprache. Oder die Ohren von einem Hasen sind die Löffeln. Zieh die Löffel. Ja, genau, zieh die Löffel an. Und genau, das mit dem Lehmlein habe ich schon gesagt, oder die Decke, das ist das Fell von einem Reh, ist die Decke, da kommt die Decke runter. Und da gibt es für alles Mögliche gibt's so einen Ausdruck, aber der mit dem Lehmlein hat mir eigentlich am allerbesten gefallen. Der Zug ist wieder auf Go. Oh, ein Nieser verhindert hinter der Kamera. Gibt es halt eigentlich immer die Kommentare? Ja, der Pete wollte, dass du spiel mal Time to Wonder. Pete. Time to Wonder, oh, Peter, bist du dabei? Jetzt weiß ich, wer du bist. Peter und ich, wir haben sehr gedanced vergangenen Freitag zu diesem Song. Wir zwei alleine. Weil keine Frauen dabei waren. Aber es war sehr lustig. This is not the time to wonder. Kennst du es noch? Time to Wonder von Peter. Von wem ist der Song? Ja, spiel's mal an. Ah. Jetzt wird er gefragt. Das ist übrigens geschickt überspielt, dass das Half keine Ahnung hat, was er da mit dem Thermomix gerade macht. Der tut sich jetzt mal. Fury in the Slaughterhouse, Dankeschön. Ja, witzig, just in dem Moment, wo du das gesagt hast, hat es geschrieben. Und der Olaf hat auch geschrieben, Fury. Genau, Peter wird zwar sagen, aber Bros. Fury in the Slaughterhouse, immer wenn der Song kommt, Time to Wonder, dann liegen wir uns in den Armen. Der Peter und ich. Und der Shorty war dabei. Also wir waren drei Männer. Warte, ist der Shorty klein? Shorty heißt was Shorty, aber er ist nicht klein. So, es ist schon durch dein Ding, das hört sich schon so. Aber ist euch das aufgefallen, dass ich mit dem gleichen Ton anfange zu singen? Aber ich glaube, das sollte man nicht machen, Junge. Machen wir das so? Das wird immer bewertet, dass man es nicht machen soll. Sagst du meiner Frau? Ich hoffe, du hast eine gute Haftpflichtversicherung.
Ja, was soll da passieren? Ist mein Thermomix! Der Gerät. Okay. So. So, was wir gemacht haben ist, wir haben den, den Herd vorgeheizt auf 90 Grad. Mhm. Nehmen wir den Lappen weg. Jawohl. Da müssen wir uns das Bild raustun. Vorsicht, Pott. Oh, do it, there. Guck mal, es sind schon keine Croutons mehr. Ja, ja, das recht gehabt. Das ist schon, er hat schon nicht so Unrecht. Manchmal. Manchmal war es halt doch jetzt. Ja, ja. Man kann ja schon brauchen. Dann zwickt er gleich die Seite. So, was du jetzt machst, ist Brettsalzen. Ne? Genau, Brettsalzen. Und dann den Rehrücken machen wir, also wenden und salzen und so weiter. Dann machen wir hier an und braten uns den ersten Mal. Den Rücken oder das Filet? Nein, den Rücken. Den Rücken. Genau. So, ich lege es ins Salz, ganz einfach. Genau. Isn't that the time to wonder? Jetzt hat er einen Kopfwurm. Nein, ich meine Ohrwurm. Time to cry. Guter Song. Ja? Ja, guter Song. So, okay, I'm ready. Gesalzen, gepfeffert, nur gesalzen. Nur gesalzen, weil was passiert, wenn du pfefferst? Der verbrennt. Der verbrennt und dann wird er bitter. Richtig. Der wird bitter, bitter sweet symphony. Ah, jetzt ist es gemerkt. Ja. Mit Ansage, aber er hat es gemerkt. Ja, manchmal gehe ich dann doch ein bisschen zu, wenn er was sagt, der große weise Mann. Große weise Mann mit dem Bart. Wir haben doch gar nicht über die T-Shirts gesprochen. Genau. Is it time? Ja. Is it time to wonder? Das mit den T-Shirts ist folgende Geschichte. Und zwar, mich hat der Olaf Dankert, Ografer aus Unterföhring. Olaf ist Fotograf, ein sehr toller Fotograf, und hat gesagt, ich würde gerne mal mit dir Bilder machen. Weil du machst ja die Kochshow und du bist aber ein Musiker. Ich möchte gerne irgendwas machen, wo ich auf dem Bild Musik und Kochen und Entertainment verbinde. Und dann gesagt, klar, lass uns machen. Und dann ist der Olaf zwei Tage später, hat der Olaf mit einer Idee ums Eck gebogen und hat gesagt, hey, Junge, wir machen so ein Shirt, ich stelle mir das so vor, wir machen ein Shirt und schreiben drauf, weil du bist ja ein Bayern und Wirtshausmusikant und so, und schreiben drauf, Reragu, der Hit in unserer bayerischen Blasmusikszene. Und jeder kennt's, oder? Kapelle Josef Menzel. Ja, was gibt's denn heute auf Nacht? Ja, was gibt's denn heute auf Nacht? Und jetzt ihr! Heute gibt's Reragu, Reragu. Wir sind alle konditioniert. Genau. Du kennst den, ja. Franken haben wir keine Reragu mehr. Suchst du was? Nee, mach nur weiter. Okay. Und er hat gesagt, ich möchte, weil Reragu, bayerische Musik, ich schreibe das drauf und zwar eben mit Lautschrift. Reragu, wegen, haben wir am Eingang schon erklärt, musikalischen Silben in der französischen Tonleiter. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Re sind die Töne. Genau. Und dann mache ich ein Bild, wo du eine Gabel hältst, das Symbol des Essens, und eine Stimmgabel. Gabel und Gabel, Gabel für Musik, Gabel für Essen. Und dann haben wir da Bilder gemacht und es war fantastisch. Ein cooler Typ, sehr cooler Fotograf. Beide in eine Pfanne? Beide, ja. Stimmt. Unglaublich geschmeidiger Typ. Großer Sinn für Kunst. Und wir haben heute Tag geshootet und haben schöne, schöne Bilder gemacht. Und diese Bilder kennt ihr Senk in seiner Ausstellung, die jetzt dann im Sommer, wenn es wieder geht, im Gasteig zum Beispiel gezeigt wird, in München im Gasteig. Die heißt Life is Life. Also das Leben ist live. Und er hat verschiedene Musiker porträtiert, unter anderem die Mami. Olaf ist ein cooler Typ. Könnt ihr auf seine Homepage schauen, olafdankert.com, oder ihr besucht ihn bei Instagram, Olaf Dankert. Toller Fotograf, wer mal irgendwie Bilder machen will, besucht ihn oder ruft ihn an. Und der Olaf, jeder darf sich ja bei unserem Song wünschen für ein Produkt. Für eine Sendung, nicht für ein Produkt, für eine Sendung. Und der Olaf hat sich folgendes gewünscht. Ganz kurz. Ganz kurz. Du brätst jetzt das. Brätst es an, ne? Genau. Kamera hier. Wir haben jetzt das Reh, den Rehrücken in die Pfanne gelegt, ja, ein bisschen Öl dazu, vorher gesalzen und braten es rundherum an und machen dann noch ein bisschen an Pfeffer und Wacholder dazu und ein bisschen Rosmarin und etwas Butter. Dann stellen wir das Ganze bei 90 Grad in den Ofen und das Ganze dauert dann ungefähr so 15 Minuten, okay? Dann sind wir so bei 7:45 herum. Dann ist das Püree warm, dann drehen wir den Knödel ab, dann holen wir das Dessert aus dem Kühlschrank raus, dann richten wir an, dann kriegen wir das irgendwie hin. Cool. Okay. Also das ist hier von allen Seiten wird das angebraten. Der Olaf hat sich eigentlich gewünscht, dass wir was kochen für ihn. Man darf sich ja dann immer, wenn er bei uns in der Show ist, was aussuchen, dass man für ihn kocht. Reh war klar, Shirt und so. Und der Olaf hat sich gewünscht, dass wir was mit Kardamom machen. Reh mit Kardamom.
War schon ein bisschen hardcore gewesen, aber der Olaf ist ein cooler Dude. So, und jetzt kommt der Song vom Olaf, jetzt hört's euch fest. Olaf hat sich folgenden Song für unsere Show gewünscht. Wer es errät, bekommt nichts. Diesen Song wünscht. Er hat sich diesen Song für das Reh gewünscht. So, jetzt brauchen wir den Songtitel und dann wisst ihr auch, um was es geht. Dann gibt es die Auflösung. Dann gibt es die Auflösung, genau. Die modern dann um Reh. So. Jetzt haben wir das Reh angebraten von allen Seiten. Das schaut ungefähr so aus. Haben den Rosmarin dazu, ein bisschen Wacholder und so weiter. Da machen wir ein bisschen Pulle mit rein. Ja? Weil Pulle ist immer ganz wichtig. Und dann quasi wird das Reh mit der Butter übergossen ein bisschen. Ja? Und man lässt es dann so runterlaufen, wenn es sich aufgelöst hat. Du hast, ja, Schmerz, du hast da Tannenzäpfel reingeschmissen, wie du es ganz genau. Genau, wegen Reh. Das gehört dazu? Der letzte Respekt vor dem Reh. Ah, echt? Ja, ja. Aber ist es auch geschmacklich, diese Symbiose, dass man sagt, Rosmarin, Reh, ja, gehört zusammen? Ja, Rosmarin, Wacholder. Pfeffer, verschiedene Pfefferarten passen ganz gut dazu. Mir ist wurscht, ich da am Schluss sowieso Ketchup drüber. Ehrlich? Dafür ist das Ketchup. Ketchup ist der Ingwer des kleinen Mannes. Kennst du ihn erinnern? Wir hatten mal eine Sendung mit diesem Zitat. Na, du natürlich. Oh, du tust jetzt da Butter drüber? Oma, genau, das heißt arrosieren nennt man das Ganze. Wie heißt das? Arrosieren. Oma, mit deinem Rosettenschmarri da. So, soll ich schon mal so übergossen, ne? Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann nimm dir das Ganze und. Soll ich das U-Boot aufmachen? Jawohl, stell es da rein. Alright. Dann lassen wir das gar ziehen. In der Zwischenzeit, der Dominik dreht uns jetzt mal einen Knödel ab. Da haben wir immer ganz cool beim Abdrehen von Knödeln. Sag mal, abdrehen. Abdrehen von Knödeln, ja. Meine Mutter hat das immer so gemacht. Ehrlich? Klassiker Gag. Ja, so. Nehmt euch. Also Hände feucht. Hände feucht? Hände feucht. Dann nimmst du ungefähr diese Menge. It's not very much. I do ja, almost the big one. Ja, weil wir haben ja nicht so viel Zeit, dann brauchen wir nicht so lange Wasser. You know what I mean? Alright, I know. Because they are durch. Jawohl. Okay. Ja. Gut. Dann machst du ungefähr die Größe. Ja. Ungefähr hier. So schaut es dann aus. Doch, da kommt das einfach mal machen. Ja, mach mal. Alright. Kein Parmesan dran. Knödel habe ich schon mal gemacht und ich stehe total auf Spinatknödel. Das ist echt so, ich bin ein großer Südtirol-Fan. Spinatknödel mit Butter drüber. Oh, Mann, total geil. Ist das ein Südtiroler Gericht? Was? Spinatknödel? Ja. Was jetzt alles? Knödel, Dominik. Nicht ja, was ist denn los? Rund. Das ist doch rund. Das heißt, dann war schon Rinder. Rinder, Runder. Du merkst in deiner eigenen Küche, weißt du, von der eigenen Verwandtschaft und so. Da ist man. So was Alter, was machst denn du da? Das sag ich doch. Was ist denn da das Problem? Der Rehen. Mit Gfui. Sag mal, Gfui? Ja. Gfui, Gfui. So soll es ausschauen. Alright? Shit, Mann. Mit Gfui. Jetzt haben wir gedacht, da können wir mal. Also, so oder wie? Mit drücken. So locker, so eine. Du drückst es ja, Digga. Ja. So eine lockere, hohl, so Hohlhand. Kopf. Komm. Hohl. Mach eine 8. Naja, ja, nein. Ja, nein. Ja, ich will aber was lernen, dafür bin ich da. So schön. Ja. Okay, schaut echt viel besser aus. Warum? Wie macht er das? Mit Gefühl. Magic. Kannst du mich zu ihm rüberschwenken, weil ich brauche mal schnell eine Minute. Magic. Ich muss jetzt mir ein bisschen was ausmachen. Erzähl mir was. Warst du? Genau, ich erzähl mal. Hast du schon mal irgendwie ein Tier selber erlebt, bevor du das gegessen hast? Ich glaube, das dann auszunehmen und die Gedärme und sowas rauszumachen, ist glaube ich schon echt. Außer die Katze vom Nachbarn? Nein. Nein, noch nie. Habe ich noch nie gemacht, möchte ja nie machen. Und für mich war mir das Schlimmste, wenn mir irgendwie ein Reh
aus der Decke schlagen mussten oder was auf der Arbeit. Habt ihr das mehr machen müssen? Ja, das natürlich gehört es irgendwie dazu. Aber am Ende des Tages bin ich Koch, also ich bin ein Verarbeiter und ich bin kein Schlechter. Und ich habe größten Respekt vor den Jungs, die das machen. Sehr schön. Und die das auch so würdevoll machen, wie du das beschrieben hast. Weil da Richie hat es würdevoll gemacht. Also das war muss man wirklich sagen, da weiß man auch, was für eine Arbeit und was dahinter steckt, wenn du ein Leben nimmst, ja, und damit du Essen auf den Tisch bekommst. Richie hat gesagt, das ist die Jägerausbildung, bei ihm hat der Jagdschein 1,5 Jahre gedauert. Mhm. Er war mit so einem alten Förster unterwegs, der ihm ganz viel gelernt hat über den Jagdrhythmus, weil es gibt ja Jagdschonzeiten und sowas, genau, im ganzen Jahr, das ist ja immer nicht gleich. Also manche sagen, du darfst zu schießen und manche nicht. Und er hat gesagt, wenn er es ins Visier nimmt, das Reh, bevor er abdruckt, geht er nochmal ganz tief in sich. Das war echt, wie man das erklärt hat, so ein bisschen andächtig. Geht er in sich und schnauft dann schon ganz schwer. So fällt es dir halt auseinander. Okay, der schnauft dann nochmal und geht in sich und überlegt er nochmal? Überlegt nochmal und dann, erst wenn es wirklich absolut perfekt ist, wenn es perfekt steht, okay, der Bock steht breit, ja, das Haupt ist hoch, dann okay, schießt er einmal. Ja, Respekt, wirklich. Also. Ja, es war echt, ich habe sowas auch noch nicht erlebt und im Nachhinein muss ich sagen, ich bin sehr froh, dass er es nicht erschossen hat, das Reh, weil ich glaube, das hätte ich nicht erbackt irgendwie. Ja, Leben nehmen ist immer irgendwie schwierig. Also man sollte sich schon Gedanken drüber machen, wenn man was isst, dass es auch sich gelohnt hat dafür, dass es gestorben ist. Ja, also, und heutzutage gibt man halt zu viel Fleisch kaufen, weil es ja immer so billig ist, alles ist so billig und dabei ist es halt... Jetzt Kamera. Wenn man das mal erlebt, wo das herkommt, und es war ja ein Lebewesen, und dann sieht man das ein bisschen anders. Richtig. Na, man kann schon durchaus Respekt wieder zum Tier. Mach ich es wirklich so schlecht, oder? Nein, aber ich denke mir gerade, das ist schon aus wie Griesnockerl. Machst doch du? Kann ich nicht, wer hält dann die Kamera? Dann mal tauschen. Ja, genau, dafür, mit dass den das Händen. Kamerakind einmal einen Knödel rollt, dann halt immer die Kamera. Hä? Wer ist dafür? Okay, einer ist noch da. Pass auf, big change. Du hältst nur auf die Hände. Ey, ich mach schon mal kurz die Hände. Oh Gott, das schaut echt beschissen aus, du hast vollkommen recht. Naja, der geht. Der geht, ja. So. Ja, das hilft doch nochmal neu. So, pass auf, jetzt passt auf. Jetzt gibt's ein absolutes Novum bei der Kochendiatron wieder. A World Preview. In der Zwischenzeit, wo es richtig heiß macht, auf den Knödel drehen, mache ich mal einen Portwein in die Pfanne. Mhm. Für die Portwein. Du, ein bisschen dran, ein Ding dran. So, ja, ein bisschen mehr. So. Jetzt pass auf. So, jetzt komm her. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir labern können, voll. Aber dann besser machen. Ich sehe gerade, dass die Dani, die Freundin vom Olaf, schaut zu. Hey Dani, hallo! Na, wird schon. Schaut schon leicht gut aus. Leicht gut wenn er aus. Besser ist als meiner, dann wisst ihr, oh shit. Eine Frau zum Heiraten, Freunde. Oh shit. Ist ein Aufruf, oh, jetzt, oder? Oh shit. Das ist jetzt ein Aufruf, Dominik. Ja, also es ist, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Sie kann es leider. Mist. Julia, ist gut gemacht. So schauen die aus. Das ist Männerhand, das ist Männerhand und das ist Frauenhand. Okay. Es ist echt so bitter. Ich habe einfach so abgelust. Auf dich. Gut gemacht. Ja. Darf mir auch nicht sagen, wenn man was warte nicht gut kann. Schöpse. Genau. So, wir haben jetzt hier die Knödel. Also du hast jetzt der Portwein reingehauen. Richtig, wir haben jetzt hier die Knödel im Wasser. Die köcheln jetzt so vor sich hin, ungefähr so noch 10 Minuten circa. Dann haben wir hier das fertige Püree. Das habe ich jetzt püriert, etwas gröber gelassen. Ne? Damit das hast du auf der Pfanne nochmal erhitzt. Und hier ist jetzt in der Pfanne nochmal warm. Mach ich mal selber nochmal. Sonst hast du ja kaltes Püree, ne? Weil wir es ja schon vorbereitet haben quasi. Mhm. Dann genau. Reh ist immer noch bei 90 Grad bei euch auch im Ofen, gell? So schaut's aus. Schaut's mal her. Ich dachte, man macht dazwischen den Ofen nicht auf, weil die Hitze sonst entfleucht. Hey, was nicht? Ist denn halt für ein Lärm? Das ist so, hey, ihr seid zu Gast in meiner Hütte und alles gut. So, jetzt machen wir Dessert. Desserts. Genau. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, Dessert. Dreh mal weg, ne?
Jetzt müssen wir noch ein bisschen Nussbutter machen, das ist ganz gut. Oh, Nussbutter, unsere Spezialität. Meine Spezialität. Meine Spezialität. Das ist wie so eine Jubiläumsfolge, Nussbutter. Ja. Das war in der ersten Folge, oder? Haben wir da? Haben wir da? Wie er alleine gemacht hat. Nee, den Nussbutter haben wir ganz am Anfang das erste Mal gehabt. Haben wir auch schon mal gehabt. Ja, weil da waren wir geflasht, gell Dominik, weil wir kannten das beide. Ja genau, wir haben es nicht gekannt. Du kamst da rum mit dem Ding und... Seitdem lieben wir Nussbutter. Soll ich die ganze Butter verlassen? Ja, aber nimm doch mal ein kleineres Gefährt. Ne? Ja, aber wir haben kein kleineres Gefährt. Doch, wir haben alles da. Alles ist gut. Alles ist gut. Deine Frau hat eine Mega-Küche. Ein kleiner Chesen willst du dann? Nimm das. Oh, das ist gut. Okay, die ganze Butter rein, so viel? Alles rein. Alles rein, gut, ja. Butter ist schon ein geiles Produkt. Gibt es das eigentlich so regional begrenzt, so bayerisch-deutsch Butter, oder gibt es auf der ganzen Welt? Butter gibt es auf der ganzen Welt, ja. Aber ich weiß noch ganz genau, ich war in Irland und habe da Butter gegessen und dann hat es mir einen Vogel aus der Karte, die war nämlich gesalzen. Ja, das ist ein Qualitätsprodukt. Das ja, ist Butter. Irische Butter. Sowieso irische Butter und dann noch gesalzen. Ja, aber ich bin ein Bayer und das hat fürchterlich geschmeckt. Okay. Du. Damals. Ich war noch jung. So. So, in diesen Portwein. Machst du mir meine Pfanne anballern, bitte? Ja. Die habe ich noch nicht angeballert. In den Portwein. Kamera bitte auf den Herd. Ich sag auch schon bitte, ich bin noch gar kein Franke, Mann. Was ist denn los mit mir? Hast du? Kamera. Also den Portwein haben wir hier rein, der ballert runter, da haben wir den Rosmarin mit rein, dann haben wir ein bisschen Wacholder mit rein, ein bisschen Piment. Das ist recht wie am Christkindlmarkt gerade. Dann machen wir uns ein bisschen von den Szechuan-Pfeffer mit rein. Und von meiner Pfeffermischung, das sind 4 verschiedene Pfeffer, die bringe ich nächstes Mal mit, dann können wir da mal drauf schauen. So, die lassen wir jetzt ein bisschen runterballern, jetzt sieht man auch hier, die Knödel, wenn ihr sie klein abgedreht habt, trotzdem gehen die nochmal richtig auf und dann kriegen nochmal wieder einen Schwung. Wow, das ist krass, aber ja, weil wenn man die Masse nicht zu sehr drückt, ja, also wichtig ist beim Knödel machen, dass ihr das Ganze unterhebt. Also nicht drücken, ja, nicht wie auf dem Klo drücken, sondern unterheben, dass es eine lockere Masse gibt. Falls sie zu locker sein soll, ihr seid euch nicht sicher, dann macht euch eine Probe, heißt Wasser kochen, einen abgedrehten Knödel rein und schaut, was passiert. Wenn er zerfällt, dann müsst ihr halt eben noch mit nacharbeiten, mit entweder mehr Brot oder Semmelbrösel, kann man da auch sehr gut nehmen, und die binden das Ganze nochmal mehr. Okay? Dankeschön für diesen Exkurs in die Knödelwelt mit Salvatore. Verstandikus. Knödelkunde. Ja, die Butter. Die soll ja anbraten. Ja, die muss verbrennen. Nussbutter ist so, bin ich schon so leicht auf dem Weg zum Spezialisten, muss ich sagen. Also wenn ihr auf eurer Party mit Nussbutter braucht, bucht's mich. Ich ziehe was Schickes an, was pink ist, und mach Nussbutter für mich. Nussbutterkönig aus dem Parting. Genau. Ganz schön viele schöne Farben haben wir heute. Grün, orange, rot, gelb. Noch gelb, wird braun. Noch gelb, wird braun. Fast schwarz. Wie das Reh. Das Reh, ja genau. Haben wir eigentlich schon jemanden, der unseren Song erkannt hat? Frage, liebes Instagram? Nee. Ach, das gibt's doch nicht, oder? Soll ich nochmal spielen? Soll ich nochmal spielen für euch? Klar, komm. Leg los. Ist doch so einfach. Gerade weil heuer auch kein Volksfest ist und kein Wiesen. Übernimmt der Koch. Gott sei Dank gibt's noch. Die Maschine, die fränkische Kochmaschine. Ja, Mann. Fränkische Kochwunder. Oh. Na, so schön wie du. Ja, doch. Immer wenn man oben salzen. Ja, das war jetzt der Zucker, wenn es zu derb ist. Ne? Man kann vielleicht ruhig drin mit dem Zucker nacharbeiten. Ich muss mal auf meine Butter schauen. Die Knödel könnt ihr euch ruhig ausschalten. Da muss man wirklich gegen runter drücken. Das ist ein bisschen unschick gelöst bei dem Bosch. Nein, wir mögen Bosch.
Wir wollen von Bosch gesponsert werden. So. Immer nach der Butter schauen, gell? Ist ganz wichtig. Dass euch machen wir die Nachspeise jetzt? Wir fangen schon mal an. In der Zwischenzeit, weil der Dominik hat alles im Auge. Ich habe alles im Auge. Der Auge. Und zwar habe ich hier so einen Ring. Das müsst ihr nicht machen, das könnt ihr machen. Da machen wir uns diese Keksbrösel, die gebutterten, mit rein. Welche Kekse hast du da benutzt? Ich habe jetzt so einfache, die heißen Frühstückskekse. Das ist, da könnt ihr Kekse, die Beuke oder was es da gibt, aber ohne Schokolade die Dinger. Ne? Es müssen trockene Kekse sein. Sonst bringt euch das nichts. Nix. So, dann haben wir hier das Dessert. Einmal da, schon mal vorbereitet. Dann haben wir hier die Sauce. Dann haben wir hier die Erdbeeren. Gilt das jetzt eigentlich schon als Anrichten? Nee. Okay. Dann habe ich... Wir bereiten vor. Wie schaut's aus mit der Butter? Die ballert gar nicht mehr. Ja, es ballert gar nicht mehr. Ich bin gerade so bin technisch, der Bosch-Herd lässt mich gerade so in den Stich. Das hast du schon die richtige Platte. Ja, ich muss mal schnell hier was checken. Also das stimmt. Ja. Hat er technische Probleme halt. Das ist der Terrormix. Dann der Herd. Haar ist aus, oder? Haar ist Hitze, oder? Pass auf. Ich glaube, der ist zu heiß. Kann das sein? Ist das schon passiert? Ja, geh weiter. Das ist ein Herd, verstehst du, und kapiert. So, jetzt pass auf. Ja, genau, reset mal. Dankeschön. Dann die 8, dann gehen wir da rüber, dann machen wir hier die 9. Okay, gut, verstehe. Ja, alles im Griff. Gut. Gaggerler, zwei Gaggerler. Und das Spritzpistol. Und das Spritzpistol, hat er dabei, der Frangi. Kommt schon wieder. Gut, mal wieder Rollentausch. Ich will die Frau sein. Kennst du den Film? Nein. Monty Python, Life of Brian. Ich will eine Frau sein. Du kannst eine Frau sein. Du kennst auch Life of Brian, oder? In Life of Brian, aber ich kenne die Szene gerade nicht. Wo sie im Stadion sitzen. Ochsenschwänze. Stierfüße. Ich kann den Film auswendig sprechen. Also, wir nehmen jetzt hier die Mascarpone-Creme. Looks good. Machen wir es. Danai? Danai? Du bist ja ein richtiger Künstler, bist du. Okay. Boah, ich hasse dieses. Dominik kämpft mit dem Herd. Ja, irgendwie. Mag er nicht. He doesn't like me at all. Was steht da? Ich kämpfe heute mit allen hier. Ja. Pass auf, jetzt komme ich. Pass auf. Nee. Siehst du, wenn er blinkt, mag er es nicht. Er darf nicht blinken. Blinken heißt Error. Wenn es mir schlecht geht, dann blinke ich auch. Okay, alles gut. Bin wieder im Game. Cat-Kamera, schaut mal diese Farben noch. Ey. Schaut mal rüber zu Facebook. Schaut mal dieses Farbensammelsurium von coolen Dingen. Das Farbensammelsurium. Sammelsurium. Ja, ein Farbensammelsurium. Also ein Aufmarsch an Farben. Und das in deiner. Jetzt hätte ich leider was gesagt. So, Dalla. Muss ich andrückende Kekszeug. Machen wir auch, glaube ich, beim American Cheesecake. Machen wir auch so einen Keksteig. Keksboden, oder? Keksboden, ja. Kannst du machen. Ist halt leichter, dann brauchst du nicht extra Mürbeteig machen, weil das kannst halt genau, das ohne kannst Backen machen, ne? Ich als Nichtbäcker. So, Nussbutter ist fertig, Chef. Sicher? Ja. Ist braun, geflockt so. Ja, cool. Die kann er. Das hat er drauf. Sehr gut. Kriegst eine Kochsonne. Oder auf smarter Flamme? Nee, kannst wegtun. Und jetzt nimmst du die Knödel raus. Ja, aber nicht direkt hier rein, sondern hier drauf. Mhm, müssen die ein bisschen abtropfen, oder wie? Genau, was passiert, weil wenn... Sonst hast du das Wasser auf dem Teller. So Fett, und wenn Fett und Hitze zusammenkommt, dann haben wir dich im Krankenhaus, weil Explosion. Ist es so? Ja, klar. Wenn Fett und Wasser, oder? Wenn du die Fritteuse schüttest, dann hast du ein Problem. Und was machst du dann, wenn du heißes Fett am Herd hast, lässt es abkühlen? Na, wenn ich jetzt da Fett, dann spritzt. Ja? Genau. Deswegen wachst du jetzt ein bisschen und dann tust du es da rein. Das da drüber? Nein, das da rein. Okay.
Das ist, jetzt haben wir schon wieder in diesem Küchenjargon. Ja, ja. Da waren wir auch mal bei sowas Friedlichem wie der bayerischen Jagd. Ja, du hast ja wirklich toll erklärt. Ja, also du hast jetzt noch Butter in den Portwein rein. Genau, das ist der Portwein, der ist jetzt so weit runter reduziert. Er ist runtergeballert, ja, ohne Ende. Und dann kommt jetzt der Butter rein. Und warum Butter? Weil Geschmack. Portweinbutter. Und na klar, das bindet das Ganze und dann diese Butter nimmt die Säure mit raus. Und dann haben wir sowas wie eine Sauce, ohne dass wir eine Sauce machen müssen. Oh, das ist sehr gut. Kann ich jetzt schon reintun, oder? Ohne das kannst du jetzt reintun. Ohne dass wir explodieren hier. Ja, das kannst du machen. Ja, man weiß ja nie. Da haben wir einen Löffel. Ein Löffel. So. Mmh, jetzt sag ich dir so. Klingt nach Südtirol. Ja, das klingt richtig lecker. Oh. Wir brauchen die Herdkamera. Wenn wir schon so was Cooles wie eine Herdkamera haben. Uiuiui, die Dinger sind das krass. War deiner, glaube ich. Mmh. Ich schau mal. Oh. Kannst du mir herschwenken? Ich zeig's dir. Ruhig schon. Schau's mal. Boah, ist das hart, oder? Tust du das ein wenig drehen in der Bulle, ne? Von allen Seiten, dass es nicht nur auf einer Seite aufgesogen wird. Schaffe ich nicht mehr, Chef. Das geht nicht mehr. Nein, mach schon. Oh, Scheiße. Schau mal, diese perfekte Nussbutter. Kannst du da mal irgendwas würdigen, was ich da mache? Das ist die perfekte Nussbutter. Mhm. Warum glaube ich das jetzt irgendwie nicht? Ich schwöre, Alter. Okay, jetzt glaube ich. Ich schwöre. Sieht oh, richtig gut aus. Oh, schau mal. Es riecht auch mega. Boah, schaut sich mal das an. Allein das hat man reicher als Gericht, aber wir haben ja noch das schöne Reh dazu. Okay, dann ist Andrichtheim. Du hast das Zeug rausgeholt. Genau. Warte, lass mich die Eltern das Ding fertig machen. Ah ja, genau, das ist besser. Genau. Ich mach jetzt mal eins fertig. Dann haben wir so Erdbeeren in Schokolade getaucht. Ja. Dann haben wir einen kleinen Trick für euch. Ihr macht euch die Erdbeeren in so ein Glaserl. Voilà, nicht so nervös wie ich. Dann macht euch immer einen Zucker drauf. Ein wenig Amaretto. Ist Amaretto Zucker? Kleiner Spaß. Kleiner Spaß. Du machst einen Shake. Dann könnt ihr das Ganze nämlich hier so misch. Okay? Mischi. Dann könnt ihr den hier drauf verteilen. Dann braucht ihr euch nicht noch extra Schüssel nehmen. Und habt das nicht schön. Schaut halt jetzt schon krank geil aus. So. Ja. Anrichten bist schon der König. Wobei wir haben einen würdigen Gegner von dir gefunden, gell? Das waren unsere Freunde aus Wiesendorf. Ja. Tinsche, seid ihr heute auch dabei? Die sind schon echt da immer. Erdbeersauce. Anricht Champions. Dann haben wir Erdbeer mal 3. Und weil es so schön ist, das ist jetzt meine Reibe. Zu Mascarpone passt einmal wunderbar Orange. Zest. Genau, da macht ihr euch einen Orangenabrieb mit drauf. Dann habt ihr den Orangengeschmack auch noch dabei. Und da in der Mitte noch eine Erdbeer. Ein Stückchen. Sowas da, oder was? Nee, sowas da. Mit der Amaretto, so, oder? Sie ist schon Wünsche, weißt du. Früher war immer alles still und so. Könntest du bitte mal, mach das bitte hier. Scheiß, eine Glante. Ja, komm. Go. Schöpsch. So, dann stellen wir die mal darüber. Da hinten haben wir uns das Süßkartoffelpüree schon mal heiß gemacht. Sieht aus, als hätte ein Gesicht mit Augen. Smiley. Da gibt es keinen Weißwein mehr hier für die Regieassistentin. Bist du schon am Anrichtzeitalter? Ja, ich bin schon am Anrichtzeitalter.
Schaut euch an, ihr habt Kamera und dann gehen wir einmal hier das. Vor allem, ohne Scheiß, ihr habt so 9 Minuten, ich hab mir nie gedacht, dass wir mit diesem Gericht halt so schnell durchkommen. Ja, einmal das Dessert, ne? Fette Props. Yes. Okay. Zeig's mir auch. Stell's mal her. Du hast schon, was ich sagen wollte, ist, du hast schon viele, viele schöne Sachen bei uns gezaubert, aber ohne dir zu schleimen, das ist mit Abstand das Schönste, was bis jetzt rauskommt. Schaut euch mal das an. Hast jetzt du noch Parmesan aufgelegt, oder? Für genau. Boah, fantastisch. So, damit möchten wir uns bedanken, ganz herzlich. Bei dir, lieber Richie Stadler, unser Revierförster und mein Tuba-Buddy, möchte ich nur dazu sagen, und mein Nachbar, dass ich mit dir auf die Jagd gehen darf, um in diese ganze Welt einmal ein bisschen abzutauchen. Ich rufe euch zu, wenn ihr einen Jäger kennt, fahrt zu ihm, kauft dort die Produkte. Es gibt nichts, was mehr Bio ist als so ein Reh, wie wir schon gehört haben in der Sendung heute. Genau. Ein gutes Produkt mit Würde, kommt es auf euren Teller, es schmeckt fantastisch. Macht unser Gericht dazu mit den Spinatknödelchen. Und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei der Knödeldame, die heute ein Knödel gemacht hat, hinter der Kamera bei Julia. Und natürlich ganz herzlich beim Sohnemann von dir, Adri, der hier das erste Mal unseren Facebook-Stream geleitet hat. Noch eins dazu, wir sind alle negativ getestet, ganz wichtig in dieser Zeit. Deswegen haben wir auch keinen Abstand, wir haben vorher einen Test gemacht. Alles gut, gell? Ja, mehr gibt es hier zum Sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, Freunde. Es war mal wieder ein Fest. Ich war auch ein bisschen nervös, ob ich es wirklich hinkriege in der Zeit. Also ich habe schon gezittert. Super. Aber ging gut und freue mich, dass du immer so viel zu erzählen weißt. Und so. Du hast es wirklich geil erklärt, muss ich ehrlich sagen. Also und für euch da draußen, wir essen das jetzt gleich. Also wenn ihr weg seid, dann gehen wir her und dann werden Löffel und Gabelei auspacken und dann wird hier geschlemmt. Und ich muss sagen, es schmeckt wirklich jedes Mal einfach super. Ich koche einige Dinge auch nach. Freut mich. Und es funktioniert ohne mein Gelaber sogar noch viel besser. Also, wenn ihr Bock habt, holt euch sowas, kocht es nach, es macht viel Spaß und damit freuen wir uns natürlich. Wenn ihr, nächste Woche bist du alleinige, nächste Woche muss ich arbeiten leider im Studio mit Dreiviertelblut, ist der Salve alleine, macht was, ein Quickie mit euch, ein Pfiff, der Koch und der Trompeter Pfiff. Ja. Und in 2 Wochen sehen wir uns wieder hier bei der Koch und der Trompeter. All together. Yes. Coole Sache. Also, bleibt gesund. Vielen Dank. Und jetzt kommt der Sommer. Macht's das eigenständig. Ja. Wir sehen uns im Biergarten höchstwahrscheinlich. Wenn ihr alle fleißig euch zum Impfen geht und so weiter und die Inzidenz ist unten, dann kommen wir wieder raus aus den Löchern, wir Gastronomen. Und dann freuen wir uns auf euch. Und dann machen wir mal eine Live-Koch-ist-der-Trompeter-Folge aus deinem Biergarten das in Heidelberg. Machen wir das? Gute Idee. Also, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ciao.